Ja, Leute, was soll ich sagen? Der schlimmste Fall, den ich heute Morgen noch befürchtet habe, ist eingetreten. Hallo Freunde des guten Geschmacks, ich bin Silvi und habe zum allerersten Mal die Menstruationstasse ausprobiert. Vor diesem Ding hatte ich echt monatelang richtig Angst. Als ich gehört habe, dass man das quasi verwenden kann wie ein Tampon, habe ich gedacht, nee, das ist nichts für mich. Davor habe ich zu viel Angst, weil wenn wir uns das Ding mal anschauen, wie zur Hölle soll ich das hier unten reinbekommen? Das waren meine Gedanken. Allerdings hat mich das Thema nie so wirklich losgelassen, denn so eine Menstruationstasse hat schon so ihre Vorteile. Erstens, wir verschwenden nicht so viel Müll. So viele Frauen, die es auf der Erde gibt, die ihre Periode haben, wir haben sie nun mal alle in der Regel. Wow, der Witz war grandios schlecht. Stellt euch einfach mal vor, jeder von denen verwendet Binden oder Tampons, wie viel Müll da eigentlich produziert wird. Unglaublich viel. Zweiter Vorteil, die Menstruationstasse kostet in der Regel so 20 bis 30 Euro, hält aber 10 bis 15 Jahre bei guter Pflege, angeblich. Das ist natürlich auch viel günstiger als Tampons und Binden zu kaufen. Außerdem sind Tampons und Binden auch chemisch behandelt, das heißt, die sind nicht ganz so weiß, wie wir sie kaufen. Da wurde gebleicht. Und das führen wir uns dann als Tampon ein. Den vierten Vorteil stelle ich mal in Anführungszeichen, denn angeblich soll die Menstruationstasse auch Periodenbeschwerden wie Unterleibskrämpfe während der Periode lindern. Ja, it's magic. Wir probieren es aus. Bevor wir jetzt ans Eingemachte gehen, möchte ich euch noch unbedingt was verkünden. Und zwar bin ich seit einigen Monaten Host und Moderation bei Bedside Stories. Da geht es genau um solche Themen, um Verhütung, um Aufklärung, um Sex, um Liebe, Beziehung, auch um die Periode. Und falls euch solche Themen generell interessieren, dann schaut da unbedingt mal vorbei. Mein Schwerpunkt dort sind vor allem Reportagen, heißt ich gehe raus und kläre über richtig spannende Themen auf. Heute zum Beispiel ist eine Reportage online gegangen über Intimchirurgie, also super, super spannend. Ich war bei einer Chirurgin, die super cool war. Und ich habe auf der Straße auch Leute befragt, was sie von dem Thema halten. Und wenn euch das interessiert, dann solltet ihr dort unbedingt vorbeischauen und dem Kanal ein Abo dalassen. Ich verlinke es euch hier in der Infocard und auch noch in der Infobox. So, und jetzt wieder back to the Menstruationstasse. Wie führt man sich dieses Ding überhaupt ein? Ja, das ist das, womit ich mich am ersten Tag beschäftigt habe. Film ab. Hallo Leute, es ist soweit. Tag 1. Meine Periode ist da. Hier ist das gute Ding. Das erste Mal, was man jetzt machen soll, bevor man die verwendet, ist die Menstruationstasse 20 Minuten lang auskochen zu lassen. Also damit wahrscheinlich das Ganze steril wird und keine Keime mehr daran hängen. Ja, das mache ich jetzt mal. Aber was kochst du heute so? Menstruationstasse. Ich schaue mir jetzt auf alle Fälle noch ein paar Videos an, wie ich dieses Ding in mich reinkriegen soll. Ein Bein offen. Auf der Badewanne oder auf der Toilette. Ich lese gerade Horrorgeschichten von Menschen, die diese Tasse nicht mal rausbekommen haben, weil sie scheinbar dafür nicht geeignet sind. Also es gibt es scheinbar auch. Ich habe jetzt ein bisschen Angst, weil eigentlich habe ich nicht so Lust, heute noch zum Arzt gehen zu müssen, damit er mir eine Menstruationstasse entfernt. Das ist fertig, ich wasche mir jetzt die Hände und dann geht's los. Ich habe mich jetzt, finde ich, für die einfachste Faltform entschieden, die ich jetzt ausprobiere erstmal. Oh mein Gott, Friends. Und zwar die C-Form. Also ich lasse die Kamera laufen. Natürlich werdet ihr nicht sehen, aber ihr werdet mich hören. Wie soll man das reinbekommen? Wie? Oh mein Gott. Never ever kriege ich das rein, Leute. Los, block jetzt auf. Leute, ich habe gerade eine halbe Stunde, ungelogen, eine halbe Stunde gebraucht, bis ich die Menstruationstasse wirklich reinbekommen habe. Tatsächlich ist es so, dass es verschiedene Falttechniken gibt. Ich habe mich am Ende tatsächlich nicht für die C-Faltung entschieden, weil das bei mir nicht funktioniert hat oder nicht so gut funktioniert hat. Ich habe mich für die Punchdown-Faltung entschieden. Und da ging es bei mir besser. Ihr müsst es einfach selbst ausprobieren, falls ihr vorhabt, es zu testen. Und ihr könnt natürlich auch gerne eure Erfahrungen in den Kommentaren teilen, wenn ihr selbst die Menstruationstasse verwendet. Ich bin mir nicht sicher, ob sie gerade richtig sitzt. Ich bin mir sehr unsicher, weil ich das Gefühl habe, sie ploppt nicht richtig auf.
Keine Ahnung, wir werden es sehen. Ich werde es jetzt einfach mal drin lassen und in ein paar Stunden mal nachgucken, ob irgendwas ausgelaufen ist, ob das so geklappt hat, wie es sein soll. Der erste Tag, wo ich die Menstruationstaste getestet habe, war der absolute Horrortag. Wirklich, Leute. So, Leute, ich bin jetzt noch mal in den Drogeriedern. Werde mir jetzt noch mal eine andere kaufen mit der allerkleinsten Größe. Ich probiere das, weil ich habe das Gefühl, das stimmt irgendwas. Es sitzt einfach nicht richtig, deswegen we try it. So, wir haben hier die nächste Menstruationstasse. Die ist ein Stück kleiner und das gleiche Prozedere wie vorhin. Wir schmeißen die jetzt hier rein und kochen die. Also ich und die andere hole ich jetzt raus, weil erkläre ich euch jetzt gleich. Ich muss sagen, dass ich mich nicht so wohl fühle. Ich weiß auch nicht. Ich habe das Gefühl einfach, sie ist zu groß. Das hier hinten ist übrigens der Wasserkocher, der gerade anfängt zu kochen. Und ich werde sie jetzt mal rausnehmen. Und das ist jetzt auch eine Schwierigkeit, die viele haben in Erfahrungsberichten. Das Rausnehmen der Menstruationstasse. Ich hoffe, dass ich dafür jetzt keine halbe Stunde brauchen werde. Das Schlimmste, was ich mir hätte vorstellen können, ist leider eingetreten. Tja, Leute, was soll ich sagen? Der schlimmste Fall, den ich heute Morgen noch befürchtet habe, ist eingetreten. Ich muss jetzt zum Arzt. Denn die Menstruationstasse ist so weit nach hinten gerutscht, dass ich sie nicht mal rausholen kann. Und ich bin gerade ein bisschen panisch und hoffe, das geht jetzt mit dem Arzt einfach so raus. Unglaublich, ich bereue das Experiment jetzt schon so sehr. Ich musste ins Krankenhaus, in die Notaufnahme. So Leute, ich warte schon seit 3 Stunden. Hier ist niemand mehr. Ich bin die Einzige, alles ist abgeschlossen. Kein Arzt hatte mehr offen und deswegen ist mir nichts anderes übrig geblieben, als in die Gyn-Notfallambulanz zu gehen, die bei uns im Krankenhaus ist. Was soll ich sagen? Ich glaube, ich muss euch mal erzählen, was gestern passiert ist. Ich war gestern in der Notaufnahme. Oh Gott. Eigentlich habe ich echt überlegt, ob ich dieses Video hier abbreche, aber dann dachte ich mir, ey, genau dafür bist du ja da. Es kann einfach nicht immer alles glatt laufen, aber mir war es so unangenehm. Dann gehe ich da hin und sage, hallo, ich müsste in die Gyn, weil ich habe so eine Menstruationstasse da unten drin stecken und die kriege ich selbst nicht mehr raus. Und dann dachte ich mir wieder, ach, wahrscheinlich passiert das so oft und keiner redet einfach drüber. Ich weiß, dass momentan der Menstruationstassen-Hype ist, dass Menschen das sehr, sehr in den Himmel loben und ich finde auch das Konzept so, so gut. Ja, gestern ist es mir allerdings passiert, dass meine Menstruationstasse so weit reingerutscht ist, dass ich sie selbst nicht mehr rausbekommen habe. Ich habe so viel probiert, Leute, wirklich. Ich habe mich in die Hocke gesetzt, ich habe mich hingelegt, ich habe so, so viel probiert und das ist auch so lange. Also, ich habe es einfach nicht hinbekommen. Und ich habe morgens hier noch die Horrorstory gelesen bei einer, bei der das auch so war im Internet. Ich lese gerade Horrorgeschichten von Menschen, die diese Tasse nicht mal rausbekommen haben. Eigentlich habe ich nicht so Lust, heute noch zum Arzt gehen zu müssen, damit er mir eine Menstruationstasse entfernt. Und dachte mir, das kann jetzt wirklich nicht sein, dass mir genau das Gleiche jetzt passiert. Es ist jetzt ein schlechter Witz. Im Prinzip hätte mir nichts passieren können. Erst einmal, also das Ding kann ja 12 Stunden lang auch drin bleiben, ohne dass überhaupt irgendwas ausläuft. Man muss sagen, die Menstruationstasse hat im Grunde genommen bei mir auch funktioniert. Also es ist nichts daneben gegangen. Das ist auch alles so reingegangen, wie es soll. Und die hat auch gut gesessen, nur eben an der falschen Stelle. Es war schon sau unangenehm, Leute. Es war schon schwierig. Also die Frauenärztin, die mir die Menstruationstasse dann entfernt hat, hat gemeint, dass ich sie wohl an der falschen Stelle habe festsaugen lassen, beziehungsweise ich kann es mir nur so erklären, die hat ja nicht so richtig aufgeploppt, als ich sie eingeführt habe, dass die Menstruationstasse quasi dann hochgerutscht ist und es dort aufgeploppt ist und das dann dazu geführt hat, dass sie zu weit oben gesessen hat und ich sie selbst nicht mehr rausbekommen habe. Ich habe auch sehr kurze Finger, muss man dazu sagen. Vielleicht ist es bei anderen Menschen anders. Ich habe aber von Anfang an gemerkt, dass diese Menstruationstasse nicht so gut sitzt. Also da diese Tasse nicht an der richtigen Stelle aufgeploppt ist, war sie quasi noch in so einem Zustand, könnt ihr euch vorstellen. Und dadurch ist sie halt weiter hochgerutscht und hat sich nicht festgenobbt. Und ist immer weiter hochgerutscht und dadurch
irgendwo gelandet, wo ich sie nicht mal greifen konnte. Also man lernt sich definitiv ordentlich kennen. Man weiß vorher ungefähr, wie eine Frau gebaut ist, aber jeder ist individuell und anders gebaut. Das heißt, die Dicke, die Länge ist bei jedem anders. Deswegen würde ich jedem ans Herz legen, vorher zur Frauenärztin oder zum Frauenarzt zu gehen und zu fragen, ob man erstens dafür geeignet ist, eine Menstruationstasse zu verwenden und zweitens, welche man verwenden soll. Welche Größe? Vielleicht hat ja die Frauenärztin oder der Frauenarzt einen Tipp für euch und kann euch da direkt weiterhelfen. Mir hat das auf alle Fälle wahrscheinlich einen Gang ins Krankenhaus erspart. Ich habe mir jetzt auf alle Fälle eine andere Menstruationstasse bei DM ja gekauft vorher und ich werde tatsächlich die jetzt nochmal probieren. Wenn ich heute nochmal in der Notaufnahme lande, dann ist die Sache für mich gegessen. Sorry, dann ist es einfach nichts für mich. Aber die Frauenärzte haben mich auch gefragt, wollen Sie es nochmal probieren? Ich so, ich weiß noch nicht. Aber ich habe jetzt eine Nacht drüber geschlafen, es war ein Schock, es war ein Riesenschock gestern, aber ich will es heute nochmal probieren. Und dann werden wir gucken, wie der Tag läuft. Ich hoffe sehr, dass es funktioniert. Ich habe keinen Bock, da heute nochmal hinzugehen. Let's do it! Leute, es hat einfach wieder 25 Minuten gedauert, bis ich dieses Ding drin hatte. Aber es ist drin. Es ist jetzt drin. Betet bitte mit mir, dass ich nicht heute wieder in die Notaufnahme muss. Was man nicht alles für ein Video tut, ne? Eigentlich finde ich, habe ich einen Daumen nach oben verdient. Das Material war anders. Es war ein bisschen härter. Aber die Tasse war nicht so breit und dadurch konnte ich es irgendwie besser reinmachen. Ob es jetzt wirklich so gut passt, sehen wir, wenn ich sie wieder rausmache. Ja. Leute, es ist soweit. Ich darf jetzt die Menstruationstasse rausmachen. Ich habe sie den ganzen Tag ehrlich gesagt nicht gemerkt. Ich habe viel gesessen, viel gearbeitet. Ich war tatsächlich nicht draußen bisher. Das probiere ich morgen nochmal. Aber ja, wir werden jetzt sehen, ob ich sie rauskriege. Ich stehe übrigens wirklich im Bustier, weil es ist einfach zu heiß, Leute. Ich komme mit dieser Hitze einfach null klar. 0,0. Übrigens habe ich auch gelesen, für ein besseres Entfernen der Menstruationstasse soll man vorher pinkeln gehen. Und dann würde sie sich automatisch ein bisschen nach unten setzen. Ich probiere einfach mal alles. So, und jetzt geht's los. Oh mein Gott, das gibt's doch nicht. Okay, ganz ruhig, Selby, ganz ruhig. Kriegen das hin. Kriegen das hin. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Leute. Die Menstruationstasse entfernen zu können, hat sich für mich angefühlt wie der größte Erfolg, den ich dieses Jahr hatte. Bisher. I'm proud. I'm really proud now. Ich habe dafür sage und schreibe 20 Minuten gebraucht. Also ich würde euch anlügen, wenn ich euch jetzt sagen würde, es war super einfach, das Ding jetzt zu entfernen. Ich bin froh, dass ich nicht zum Arzt muss. Das sage ich euch ganz ehrlich, das war meine erste Priorität. Es ist echt kein Spaß, das Ding rauszunehmen. Ich dachte am zweiten Tag wirklich, dass ich es wieder nicht entfernen kann. An diesem Ding da unten zu ziehen, bringt rein gar nichts, weil wenn das hier so festgesaugt ist und ihr zieht da dran, passiert da nichts. Das heißt, ihr müsst mit zwei Fingern am besten reingehen und dann so ein bisschen rumdrücken. Und dann löst sich das und dann könnt ihr es auch rausziehen. Oder wenn ihr nur mit einem dran kommt, auch hier einfach draufdrücken und dann ziehen. Allerdings hat sich bei mir die Tasse dann einfach wieder so festgesaugt. Also ich habe das gemacht und habe gedacht, ja, jetzt. Und dann hat sich wieder so festgesaugt. Und deswegen hat das dann auch so lange gedauert. Aber es hat sich definitiv nicht so angefühlt wie am ersten Tag, wo ich überhaupt keine Chance hatte, da überhaupt drauf zu drücken. Ich werde heute Nacht auch das allererste Mal mit Menstruationstasse schlafen, um zu sehen, ob irgendwas ausläuft. Ich habe jetzt nicht so super krass stark meine Periode. Deswegen könnt ihr mir gerne mal auch mal in die Kommentare schreiben, falls ihr die verwendet, ob das bei euch ausreichend ist. Eigentlich sagt man ja, 12 Stunden kann man sie drin lassen. Eigentlich schlafe ich immer so um die 7 bis 8 Stunden. Deswegen müsste es eigentlich dicke ausreichen. Und ja, ich halte euch aber auf alle Fälle auf dem Laufenden. Jetzt kann ich euch sagen, es ist nada ausgelaufen. Also nichts ist daneben gelaufen. Leute, es ist alles sauber. Es ist nichts ausgelaufen. Keine unschönen Flecken.
Ich wollte ja noch was zu den Schmerzen sagen. Ich muss ja sagen, am ersten Tag habe ich immer höllische Schmerzen und am zweiten Tag dann gar keine mehr. Da am ersten Tag das alles so schief gelaufen ist, kann ich das jetzt gar nicht so richtig beurteilen, aber in der Zeit, wo ich die Menstruationstasse drin hatte, hat sich nichts verändert. Und ich habe sie auch gerade wieder rausbekommen. Nach 15 Minuten. Aber ich werde besser. Ich werde besser, Leute. Mein Fazit für die Menstruationstasse. Die Menstruationstasse wird zu Recht gehypt. Allerdings sollte man so ein paar Faktoren beachten, die, finde ich, nicht so gut rauskommen bei diversen Videos, die ich mir angeschaut habe und die ich mir sehr gerne gewünscht hätte, dass ich das vorher weiß. Nicht für jeden ist die Menstruationstasse geeignet. Es gibt Frauen, die können das einfach nicht benutzen, weil sie dafür nicht gebaut sind. Außerdem ist es absolut nicht einfach, die Menstruationstasse zu verwenden. Ich habe so hart gestruggelt, Leute. Ich habe gedacht, ich schaffe das nie. Ich war im Krankenhaus, Leute. Und es ist nicht so einfach, wie Tampons oder Binden zu verwenden. Absolut überhaupt gar nicht. Es ist viel schwieriger, da anfangen. Ich persönlich empfinde es auch als schwierig, die unterwegs zu wechseln. Würde ich nicht machen, sage ich euch ganz ehrlich, weil ich das sehr unhygienisch finde. Auf öffentlichen Toiletten gibt es auch meistens kein Waschbecken direkt nebendran. Im Idealfall muss man das ja auch gar nicht wechseln, weil man die Menstruationstasse ja 12 Stunden drin haben kann. Ich stelle mir das ganz lustig, so im Club wechselt so jemand die Menstruationstasse, kommt raus mit blutigen Händen. Oh, sorry, ich muss mir jetzt mal die Hände waschen. Menstruationstasse. Allerdings würde ich trotzdem jedem empfehlen, diese Menstruationstasse mal auszuprobieren, wenn das vorher mit dem Frauenarzt abgeklärt ist. Denn erstens, man lernt seinen Körper richtig gut kennen. Also selbst ich habe noch sehr viel Neues erfahren. Zweitens, diese Scham, die einem immer so eingetrichtert wird. Blut, Periode. Da müsst ihr drüber stehen, denn ihr werdet Blut an den Händen kleben haben. Ja, ihr werdet auch in das Innere eurer Vagina hineingreifen müssen. Das seid halt ihr. Also es ist nichts Schlimmes dran. Ihr müsst euch dafür nicht schämen. Es ist nichts Schlimmes. Und die Vorteile, die ich am Anfang genannt habe, sind natürlich auch echt cool, ne? Muss man einfach sagen. Ich hoffe sehr, dass ich euch mit dem Video keine Angst gemacht habe. Ihr müsst ja nicht die gleichen Fehler machen, die ich gemacht habe. Gebt dem Video doch gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Hier verlinke ich euch mal meinen Kanal, da könnt ihr den gerne abonnieren. Hier gibt es das Bad Side Stories Video, wo ihr vorbeischauen könnt, also die Reportage zur Intimchirurgie. Und hier gibt es noch ein weiteres Video von meinem Kanal. Ich bin gespannt auf eure Kommentare und sage bis hoffentlich zum nächsten Mal. Tschüss, Leute.